Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute 8 Top-Aktien für das Jahr 2021. Ja, das ist doch interessant. Der Leon hat das Video gemacht und ja, welche 8 Top-Aktien? Ich bin mal gespannt. Ich habe immer wieder hier auf YouTube die Frage bekommen, welche Aktien habe ich denn eigentlich in meinem Depot? Deswegen dachte ich mal, heute mache ich ein Video, in dem ich euch die 8 Aktien vorstelle, auf die ich im Jahr 2021 setze. Welche Aktien das sind, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Heute soll es also um 8 unterschiedliche Aktien gehen, für die ich sehr großes Potenzial im Jahr 2021 sehe. Ich habe in 6 von diesen Aktien bereits Geld investiert. In 2 weitere Aktien werde ich Geld investieren im Q1 2020. Sehr interessant. Okay, endlich mal jemand, der sagt, hey, ich habe investiert. Ich bin mal gespannt, wo er noch investieren möchte. 2021 und natürlich all das, was ich euch heute hier in diesem Video erzähle, ist keinesfalls eine Anlageberatung. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Das heißt, bitte, wie gesagt, seid auch gerne kritisch und bildet euch eure eigenen Gedanken. Das heißt, entwickelt eure eigenen Ideen. Gut, fangen wir mit der ersten Aktie an. Es handelt sich hierbei um die Infineon-Aktie. Was genau ist denn eigentlich Infineon? Weil ich denke, die meisten von euch haben vielleicht bisher noch nicht von dieser Firma gehört. Es handelt sich dabei um eine Firma in der Halbleiterindustrie. Das heißt, dieses Unternehmen ist vor allen Dingen relevant für die deutsche E-Mobilität und auch international ist die Firma recht relevant, weil es sich dabei um einen Vorreiter halt in der Halbleiterindustrie handelt. Diese Halbleiter werden verwendet für praktisch E-Autos. Kenne ich mich nicht mit aus, lasse ich die Finger davon. Ja, vielleicht im ETF oder so rein oder ganz kleiner Anteil, aber auf jeden Fall keine größere Position. Ist nicht mein Geschäftsmodell. Kenne ich mich nicht aus. Finger weg. Natürlich muss ich keinem von euch sagen, dass natürlich E-Mobilität auch in Deutschland wahrscheinlich die Zukunft sein wird. Warum genau möchte ich aber investieren? Das ist eine von den Aktien, die ich Q1 2021 kaufen werde und so ein paar Punkte waren da für mich wirklich, wirklich relevant. Natürlich zum einen generell, die Halbleiter werden in der Zukunft auch immer mehr gefragt werden. Es wird immer mehr E-Autos geben, ob man das nun mag oder nicht und dementsprechend geht man davon aus, dass natürlich auch solche Firmen wie Infineon dementsprechend einiges, sag ich jetzt mal, mitnehmen können und auch den Umsatz sehr stark steigern werden. Im Jahr 2021 wird eine, sag ich jetzt mal, ein Umsatz von 10,5 Milliarden Euro erwartet, plus minus 5%. Die Prognose wurde, wie gesagt, ausgestellt für 2021. Das wäre ein Unterschied von 2 Milliarden Euro im Umsatz im Vergleich zum Jahr 2020. Und der Cashflow von dem Unternehmen beträgt ziemlich genau 700 Millionen, also alles recht positive Zahlen. Natürlich ist die Nachfrage nach E-Mobilität auch groß und ich gehe mal davon aus, dass in der Zukunft durch, wie gesagt, einfach den Fokus auch auf E-Mobilität in Deutschland, dass halt solche Aktien wie Infineon noch um einiges nach oben gehen werden. Das heißt, dass wir da einiges an Prozenten mitnehmen werden. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich für Infineon keine klare Exit-Strategie habe. Ich habe im Echtzeit noch nicht vor, eine große Position in Infineon zu haben. Auch bitte natürlich in eurem Falle, bitte diversifiziert immer, auch gerade in solchen Nischen hier. Aber ich gehe mal davon aus, derzeit, wie gesagt, kriegen wir die Infineon-Aktie für 30,66 Euro. Ich würde praktisch eine Exit-Strategie von ziemlich genau 40, 45 haben. Das heißt, wenn sie über 40 geht, werde ich höchstwahrscheinlich verkaufen. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir da noch ein wenig unsicher bin. Das heißt, dass ich jetzt erstmal das Ganze beobachte, dass ich schaue, wie läuft es Q1. Kommt doch an, wann man eingestiegen ist, ne? Wenn man hier im März eingestiegen ist, bei wie viel? 12 oder sowas? Ja, dann wäre es cool. Jetzt noch einsteigen. Da musste ich schon gute Hoffnung haben, dass das Unternehmen weiter vorangeht. Also. Und dass ich anschließend dann investiere und dann halt auch meine Exit-Strategie festlegen werde. Dann die nächste Aktie, in die ich Geld investieren werde, ist die Zalando-Aktie. Und Zalando hat mich im Echtsein nicht unbedingt überrascht, aber ich glaube, Zalando ist einer von den großen Gewinnern aus dieser Pandemie. Derzeit gibt es eine Zalando-Aktie für 90,96 Euro und es gibt so ein paar Gründe, warum ich, wie gesagt, in Zalando investieren werde. Nämlich erstmal natürlich sehr, sehr starke Quartalszahlen in Q3, eine Umsatzsteigerung von ziemlich genau 21,6%. Dann der zweite Punkt ist praktisch 1,85 Milliarden Umsatz im letzten Quartal. Wie gesagt, eine Steigerung von 21,6% und die Prognose für Q4 ist natürlich sehr rosig und auch für Q1. Ich meine, Q4 sollte relativ klar sein, es ist Weihnachten, viele Leute werden bestellen, aber Q1 sieht auch sehr, sehr positiv aus. Ich hatte sogar einige Prognosen gesehen, die gesagt haben, dass praktisch Q1 sogar besser sein könnte als Q4, wovon ich mir echt sagen, naja gut, Ob ich persönlich jetzt davon ausgehe, selber dahingestellt, finde ich ein bisschen unglaubwürdig, aber sagen wir es mal so, Zalando an sich ist natürlich einer von den großen Gewinnern.
Ja, Gewinne auf jeden Fall. Will man da einsteigen, will man da Unternehmensanteile haben? Ja, ich finde es interessant. Sollte man auf jeden Fall beobachten. Finde ich auf jeden Fall interessanter. Ich verstehe das Geschäftsmodell. Die verkaufen Schuhe und Kleidung. Die kaufen jetzt auch mittlerweile Sachen an und so, aber das Geschäftsmodell verstehe ich. Das ist cool. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Wachstum oder so. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann hast du in den ganzen großen Städten Zalando, Outlet-Stores und sowas, nicht nur in Berlin, sondern in jeder großen Stadt oder so, damit sie ihre Überschüsse raushauen, ihre Retourwaren und so. Also das Unternehmen kann auf jeden Fall wachsen, dass die irgendwie so alte Karstadt-Filialen übernehmen oder sonstigen Kack. Na, also ein bisschen Fantasie habe ich da schon für das Unternehmen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Trend nicht abnehmen wird und gerade jetzt natürlich durch die Umsatzeinbußen von vielen, sage ich jetzt mal, Einzelhandelsgeschäften und die Pandemie hat zum einen Zalando, sage ich jetzt mal, viel an Wert gewonnen. Ah, und am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen verstaubt, ne, so Frauenmode und. Die haben jetzt auch richtig hippe Sachen oder so. Ne? Ich glaube auch, dass die so Foodlooker und keine Ahnung was, ja, dass die so hippen Geschäfte und so echt auch ein bisschen was Marktanteile streitig machen. Fand ich auf jeden Fall coole Sachen, habe ich dort zuletzt gesehen. Und zum anderen auch, denke ich mal, sich als absolutes Monopol selbst etabliert. Das ist einer von den Gründen, warum ich halt in Zalando investieren werde. Auch hier meine Exit-Strategie ist ziemlich genau bei 110. Das heißt, wenn sie über 110 geht, werde ich höchstwahrscheinlich verkaufen. Aber auch hier muss ich euch ehrlich zugeben, werde ich sie wahrscheinlich erstmal bis dahin halten und nicht unbedingt zwingend bei 110 verkaufen. Dann die nächste Aktie, in die ich auf jeden Fall noch mehr Geld investieren werde, die ich bereits investiert habe und die habe ich erst diesen Monat gekauft, ist die Bilibili-Aktien. Für die Leute, die vielleicht nicht Bilibili kennen, es handelt sich dabei um ein riesiges Video- und Streaming-Portal aus China und kannte ich echt nicht. Okay, wieder was Neues gelernt, lustig. Okay, cool. Ich glaube, der Wachstum über die letzten Jahre ist wirklich absolut. Aber wenn die halbwegs so erfolgreich sind wie YouTube, nur auf den asiatischen Markt, eine Delle. Auf jeden Fall ins Universum können die hauen. Auf jeden Fall im asiatischen Universum. Gigantisch. Wir sehen es hier über die letzten 3 Jahre 96% und es nimmt ein. Boah, okay, Respekt. Kein Ende. Nämlich Bilibili war eigentlich für sehr, sehr viele Jahre eine Plattform, auf der man vor allen Dingen chinesische Shows gucken konnte, wo auch sehr viel leider gecopyrightedes Material aus zum Beispiel Amerika war. Du kannst dir hier auch alle Folgen von South Park und Simpsons und was auch immer angucken, komplette Hollywood-Filme und so weiter und so fort. Und die sind übrigens alle immer noch drauf. Also das sei immer so dahingestellt. Sehr geil. Deutsch, kannst du auch Deutsche gucken? Das wäre cool. Sollen wir mal gucken? Nee, machen wir jetzt hier auf YouTube. Machen wir sowas nicht. Nein. Bloß Bilibili ist jetzt auch viel mehr in den Bereich Livestreaming reingegangen, ein gigantischer Trend in China und vor allen Dingen auch in China entwickelt sich erst diese ganze Kultur hinsichtlich, sag ich jetzt mal, YouTuber, seien zum Beispiel Gaming-Videos, Vlogs, vor allen Dingen auch sehr viele Kanäle im Bereich, sag ich jetzt mal, Essen und Kulinarisches und so weiter und so fort. Wenn du Chinesisch kannst, Livestreams in China, der Deutsche, der Livestreams in China macht auf Chinesisch oder so. Oh, das könnte, weil Ausländer haben immer so einen Mythos, ne? So, ey, oh, der kommt extra aus Deutschland und so und das könnte echt was Geiles werden, wenn du fließend Chinesisch kannst, sofort, ey. Und der einzige wirklich große Anlaufpunkt in China dafür ist Bilibili. Es gibt natürlich noch Youku, die Plattform, aber Bilibili hat vor allen Dingen jetzt den Fokus halt auf Livestreaming gesetzt und das unterscheidet doch Bilibili von vielen, vielen anderen Plattformen in diesem Bereich. Bilibili ist, wie gesagt, stark am Wachsen. Man sieht es vor allen Dingen halt auch an der Anzahl an Videos, die jeden Tag hier online gehen, die halt praktisch jeden Tag zunimmt. Immer mehr Livestreamer gehen auf Bilibili drauf. Es gibt jetzt auch einige Monetarisierungsmöglichkeiten auf Bilibili, was natürlich Bilibili viel, viel attraktiver macht, auch für Leute, die ein Business aufbauen möchten und das ist halt, das sind alles Gründe, warum ich sage, gut, ich investiere in die Bilibili-Aktien. Dann die nächste Aktie, über die hatte ich gestern schon mal gesprochen, ist die BioNTech-Aktie. Und ich denke. Okay, da habe ich auch ein Video, eine Reaction zu gemacht. Schau dir bitte an. Nicht ganz mein Ding, ne? So gut, wie sie jetzt gelaufen ist und so, aber okay, anderes Thema. Aber ja, meine Meinung erfährst du im Video. Check das einfach mal ab. Abonnier auch meinen YouTube-Kanal. Bis zu einem gewissen Grad ist das ein ganz schöner No-Brainer, weil nämlich, klar, die BioNTech-Aktie, viele Dinge sind schon eingepreist, die BioNTech-Aktie an sich könnte auch überbewertet sein, sicherlich ist wahrscheinlich auch der Wert des Unternehmens überbewertet, bloß auf was man hier möglicherweise setzen kann, ist natürlich einfach reine Spekulation beziehungsweise reine Euphorie, die dann einsetzen wird, wenn praktisch mehr Leute, sag ich jetzt mal, geimpft werden.
Gerade die Massenimpfungen in den USA sind natürlich ein sehr interessantes Thema und auch hier in der Europäischen Union. Die Zulassung, übrigens hat einer von euch mich gestern korrigiert, es ist keine Notzulassung, sondern eine vorgezogene reguläre Zulassung, die jetzt praktisch BioNTech für den Wirkstoff bekommt. Und ich hatte ja gestern schon mal folgende Punkte hier vorgestellt, nämlich hier habe ich es noch falsch, nämlich es ist keine Notzulassung, es ist einfach nur eine vorgezogene Zulassung für BioNTechs COVID-19-Impfstoff, den BNT162. Und der, wie gesagt, wird jetzt nächste Woche abgestimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, am 21. müsste es sein. Ist um ehrlich zu sein für mich auch jetzt nicht so unglaublich relevant, weil ich schon meine Position jetzt in BioNTech vergrößert habe. Und wenn dann tatsächlich die Zulassung kommt, dann glaube ich... Würde mich interessieren, die Gewichtung. Eigentlich würde mich echt interessieren, was für eine Gewichtung hat er 5% oder so von seinen Aktien, Investitionen oder wie auch immer. Das wäre eine coole Information. Ich meine, dass durch die Euphorie der Zulassung der Wert sehr, sehr stark nach oben gehen wird. Gerade im Long-Term nicht nur an, sag ich mal, einem Corona-Mittel gearbeitet hat, sondern auch zum Beispiel Krebstherapien, sehr individualisierte Therapien. Genau, vielleicht Impfung, Corona und dann auf einmal kriegst du keinen Krebs mehr, kein Haarausfall, kein... Ja, alles haben die fertig, alles in einer Dose. Könnte natürlich irgendwann mal sein, ne? So. Ich glaube, genau das könnte natürlich extrem relevant für die Zukunft auch für BioNTech sein. Und man darf nicht vergessen, durch jetzt diese, sag ich jetzt mal, durch die Vaccine, die praktisch BioNTech rausbringt, kriegt natürlich BioNTech auch viel, viel mehr andere Kunden aus anderen Bereichen. Weil wenn ihr mal zum Beispiel auf die BioNTech-Seite geht, dann werdet ihr sehen, dass wirklich nur diese Covid-19-Impfung eines von vielen Produkten von BioNTech ist und dass die halt in ganz, ganz vielen anderen, sag ich mal, Bereichen auch Pionierarbeit leisten. Und genau deswegen sehe ich halt long-term einen recht bullischen Trend bei BioNTech und vor allen Dingen, das ist einer der Gründe, warum ich sage, okay, das Unternehmen ist halt nicht einfach nur ein Covid-19-Unternehmen, das ist ein Unternehmen, das wirklich Wert hat und wo ich auch gewillt bin, long-term reinzugehen. Nochmal, über all diese Dinge kann man debattieren, das finde ich vollkommen in Ordnung und bitte debattiert auch. Ich freue mich, wenn ihr andere Meinungen habt. Dann die nächste Aktie und da bin ich mir echt ein bisschen unsicher, da habe ich diesen Monat ein wenig Geld reingesteckt, aber nicht so viel, wie man es vielleicht denkt. Das ist die CureVac-Aktie. Nämlich, ich spekuliere einfach nur Folgendes. CureVac hat ja in den USA leider keine Zulassung bekommen für ihren Corona-Impfstoff, aber wie sieht es aus mit der Europäischen Union? Und selbst wenn sie nicht die Zulassung jetzt in den USA bekommen haben, könnten sie sie immer noch in der Zukunft bekommen. Ich bin so ein bisschen von Moderna abgegangen hin zu CureVac. Ich muss euch aber einfach Folgendes zugeben, nämlich ich sehe das Ganze recht positiv, was CureVac an. Aber auch da, ne? Also ich begreife das nicht. Diese Impfstoffe, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was die damit mit den Gewinnen machen und. Pharma ist eigentlich außen vor. Ne? Also. Geht, wenn beispielsweise jetzt CureVac tatsächlich diese Zulassung bekommt, sei es durch eine Notzulassung, sei es durch eine ganz normale vorgezogene Zulassung oder eine Zulassung in ein paar Wochen, egal was passiert, wenn sie eine Zulassung tatsächlich bekommen, dann wird der Preis nach oben gehen. Ob das nun tatsächlich den eigentlichen Wert von dem widerspiegelt, sei mal so dahingestellt. Bloß vielleicht eine Sache, die diesbezüglich auch relevant ist, es gibt schon einige Leute oder einige Länder, die vorbestellt haben bei CureVac und die sich da schon, falls das Mittel tatsächlich angenommen wird, falls es durchgelassen wird, die dort, wie gesagt, schon bereits Millionen von Vaccines, Millionen von Impfungen, Impfdosen vorbestellt haben. Und das lässt mich relativ positiv auf CureVac schauen und dementsprechend werde ich oder habe ich bereits ein wenig Geld investiert, werde aber wahrscheinlich noch ein wenig mehr investieren. Wir sprechen hier aber nicht über Zehntausende von Euro, sondern wirklich nur vielleicht ein paar hundert, ein, zweitausend Euro. Ah, ein paar hundert ist ja gar nichts. Okay, das ist ja dann noch nicht mal Spaßgeld, außer wenn ich in die CureVac-Aktie reinstecken, also wirklich, wirklich nichts Großes, das wird noch nicht mal, obwohl ein paar hundert sind dann vier, fünf Aktien oder so, das ist ja jetzt nichts, ne? Naja, gut, vielleicht 1-2% von meinem Portfolio sein, aber mehr wird es definitiv auch nicht sein. Dann die nächste Aktie, in die ich jetzt einiges Geld reingesteckt habe und wo ich definitiv nochmal nachlegen werde, ist die SAP-Aktie. Für mich spielt immer Folgendes eine Rolle. Für mich spielt bei SAP war sicherlich das Ding überhaupt. Ich weiß, dass die Software relativ veraltet ist. Dass die Firmen, die SAP-Software benutzen und so, total kompliziert und. Es könnte ruckzuck mal jemand sein. Natürlich benutzt das jeder und der Austausch zu einem neuen Anbieter ist echt schwierig für viele. Gerade für die großen Konzerne. Aber das ist echt eine komplizierte Software. Und ich glaube, dass da, wenn da ein junges Unternehmen hingeht, was viel schneller ist, viel einfachere Software hat oder so, ruckzuck Marktanteile gewinnen kann. Irgendwie ist das, glaube ich, das Unternehmen ist sehr verstaubt. Es gibt da keinen Visionär mehr und so.
Nämlich, ich möchte einfach in solide Unternehmen investieren. SAP ist eins von diesen Unternehmen, das sich bewiesen hat. Es ist kein Unternehmen, das neu am Markt ist. Es ist ein gigantischer Software-Hersteller, die unterschiedlichste Produkte anbieten. Zum Beispiel vor allen Dingen in der ERP-Nische, also praktisch in der Enterprise Resource Planning, das heißt zum Beispiel Datenspeicherung, Datenverwertung, Datenverwendung und so weiter und so fort. Das sind wie gesagt alles Softwares, die SAP erstellt und natürlich auch vieles, vieles mehr. Keiner von diesen großen Unternehmen hat nur ein einziges Produkt. Aber auf jeden Fall, ich möchte nicht unbedingt so sehr auf die technischen Dinge eingehen, weil technische Analyse ist vielleicht relevant für den Einstieg, aber für nichts so wirklich anderes. Und dementsprechend, ja, der Chart sieht natürlich schön aus, man könnte sagen, na gut, jetzt geht es wahrscheinlich irgendwie wieder nach oben, bloß mal fundamental betrachtet. Klar, die SAP-Aktie ist sehr stark eingebrochen, bloß das Unternehmen an sich hat natürlich keinen wirklichen Schaden genommen. Die Quartalszahlen waren nicht sonderlich gut, das macht die Produkte aber nicht schlechter. Und das ist einer von meinen Gründen, warum ich sage, gut, SAP wird long-term wieder auf jeden Fall an Wert gewinnen, SAP hat sich als solides Unternehmen bewiesen, dementsprechend werde ich halt auch einiges an Geld noch wieder in die Aktie praktisch reinstecken. Wie genau sieht meine Exit-Strategie aus? Ich muss echt zugeben, dass ich da wirklich long-term gehe, dass ich da keine klare Exit-Strategie habe und dass ich aber eigentlich davon ausgehe, dass wir alleine schon nächsten Sommer mindestens wieder einen Kurs haben von so um die 120, 130 Euro pro Share. Hey, der Orakel, Leon, das Orakel. Dann die nächste Aktie ist die Delivery Hero Aktie und da hatte ich einen recht Sitz. Ja, auf jeden Fall interessant. Interessantes Unternehmen. Den Grund, warum ich tatsächlich investiert hatte, zum einen natürlich die Corona-Krise und zum anderen auch die Akquise von Instashop, was ja praktisch ein Pendant ist zu Instacart aus den Vereinigten Staaten. Nämlich Instacart ist praktisch eine App, die extrem in den Vereinigten Staaten gehypt wird, wo einfach, sag ich jetzt mal, Privatleute, Einkäufe für Leute zusammenstellen können und diese Einkäufe dann zur Tür von der Person bringen können und dafür bezahlt werden. Und diese App hat sich sehr, sehr stark in Amerika durchgesetzt. Genauso eine App hat Delivery Hero nun gekauft, die bereits aktiv ist in vielen Ländern, das heißt zum Beispiel in Ägypten, in Katar, ich glaube auch in Bahrain und auch in ein paar anderen Ländern. Und die wollen sie jetzt natürlich auch global launchen und dementsprechend bin ich da sehr, sehr positiv eingestellt und das ist einer von den Gründen, warum ich sage, okay, Delivery Hero ist für mich ganz interessant und vor allen Dingen, weil natürlich jetzt auch Delivery Hero ein sehr, sehr starker, sag ich jetzt mal, einen sehr starken Vorteil genossen hat durch die Pandemie, weil einfach viel, viel mehr Leute dort auch bestellt haben. Ich glaube auch, weil die Pandemie nicht so schnell weggeht, dass die Kunden können da auf jeden Fall hängen bleiben. Da wird ein sehr interessantes Unternehmen, finde ich auf jeden Fall. Sollte man echt auf dem Schirm haben. Weiß ich nicht, ob man jetzt kaufen sollte oder so, auf jeden Fall auf dem Schirm haben beim Rücksetzer oder so. Definitiv ein bisschen was an Aktien einsammeln, denke ich, ja, ist cool. Delivery Hero dennoch noch im Wert steigen wird. Hier habe ich am Echtzeit ein relativ simples Stop-Loss gesetzt. In meinem Fall, ich werde definitiv hier meinen Exit machen bei 130. Mehr möchte ich eigentlich nicht machen. Dann die nächste Aktie und die letzte Aktie ist heute mal die Scout24-Aktie. Nämlich die Scout24-Aktie für die Leute, die vielleicht nicht Scout24 kennen. Sehr interessantes Unternehmen. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie groß das Ding ist eigentlich und was für einen Wert die da haben. Ja. Da stehen alle möglichen Plattformen, wie zum Beispiel ImmobilienScout24. Die haben aber auch viele, viele andere Produkte, die sie rausgebracht haben und viele andere Plattformen, hinter denen sie stehen. Und praktisch diese ganzen Scout-Plattformen, die ganzen 24-Plattformen, sage ich jetzt mal, sind natürlich über die letzten Monate nochmal sehr, sehr stark im Wert gestiegen, weil halt einfach die Firma an sich während der Pandemie, sage ich jetzt mal, einen großen Vorteil hatte, weil einfach viele Leute zu Hause waren, viele Leute die Seiten benutzt haben und dementsprechend haben die Seiten auch sehr, sehr viel mehr Traffic bekommen und konnten sehr, sehr viel mehr Einnahmen erzielen. Das war einer von den Gründen, warum ich schon in Scout24 vor kurzer Zeit ein wenig Geld investierte, werde jetzt aber mal definitiv meine Position noch ein wenig vergrößern, hier ein wenig mehr Geld rein investieren und hoffe natürlich... So, das war's. Hey, sehr coole Sachen. Gerade auch die Scout24 ist sicherlich auch interessant. Sollte man auf jeden Fall mal gucken. Ja, ist natürlich so, international gesehen finde ich noch nicht ganz so super aufgestellt, aber die machen sich auf jeden Fall. Und dass die halt den deutschen Markt da schon gut aufgeräumt haben, ja, finde ich schon. So, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksack-Unternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Abonniere auch meinen YouTube-Kanal, ich bin raus. Ciao.